Heute gibt es das berühmte Performance Upgrade für den Camaro. Und zwar gibt es für die Camaros jetzt Lexan-Scheiben-Inlay. Und die Lexan-Scheiben, die sind zugelassen, weil der aufgrund seiner Proportion als Straßenkarosse einfach nicht mithalten kann mit, ich sag mal, so einer flachen Flunder wie dem McLaren. Ich glaube, das kann man gut sehen. Ne? Da sind die Proportionen ganz anders. Rennwagen typisch, das Cockpit weiter nach vorne. Ja, also hier hat man eben die Situation, dass lange Motorhaube, dann Cockpit nach hinten, ne? Und dann hinten kurzes Heck und alles baut relativ hoch und entsprechend stört uns das Gewicht hier von den Scheiben. Und deswegen gibt es hier das Lexan Scheibenset. Und ich zeige euch jetzt, wie man das einbaut. Und zwar müssen wir als erstes mal die bisherigen Scheiben ausbauen. Da gibt es jetzt hier, kann man vielleicht sehen, so überall so Schweißpunkte. Und die müssen wir jetzt ein bisschen abkratzen und die Scheibe dann vorsichtig raushebeln. So, das sind vor allem hier vorne zwei, hier zwei, dann hinten nochmal zwei und da nochmal zwei. So, das machen wir jetzt einfach Schritt für Schritt mit dem Cuttermesser. Einfach ein bisschen was. Wegschneiden. Man könnte sie auch mit dem Dremel abschleifen, aber ja, da wird die ganze Scheibe halt warm und ich finde, man kann das mit dem Cuttermesser auch ganz präzise machen. So, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt haben wir die Scheibe hier ausgebaut. 4,3. Denk mit dem Lexan-Teil, wenn wir das jetzt hier ausgeschnitten haben, kommen wir bestimmt auf 2, vielleicht noch ein bisschen weniger wie 2 Gramm. Dazu schneidet man jetzt im Prinzip einmal komplett hier alles aus, gemäß der Vorlage, dass das wirklich dann auch so aussieht wie dort. Und ja, dann kommt im Prinzip hier noch in der Mitte ganz viel weg. Das gleiche habe ich auch schon beim Challenger gemacht, könnt ihr hier sehen. Passen die Scheiben auch super. Ich finde auch das Schwarz ist für die Ami-Kisten, das ist sehr stimmig. Gefällt mir sehr gut. Und als nächstes werde ich die zwei Autos jetzt hier noch Licht einbauen. Da ist noch kein Licht drin und dann den Wagen auch mal im Rennen einsetzen. Genauso wie meinen Camaro. Nachdem wir jetzt die Karosserien für den Camaro und den Challenger entsprechend performant umgebaut haben mit den Lexan-Scheiben, kommen wir jetzt zum Fahrwerk, weil hier gibt es auch eine Kleinigkeit zu beachten, die ich euch zeigen möchte. Also bei dem Fahrwerk vielleicht nicht irritieren lassen, das ist jetzt nicht hundertprozentig regelkonform, das kommt noch aus der Testreihe, da sind hier vorne die falschen Schleifen verbaut, falsches Getriebe, falsches Zahnrad, aber darum geht es jetzt mal nicht, ich möchte euch was anderes zeigen und zwar laut Reglement dürft ihr diese H-Trägerhülsen, ja, das hier ist das H, nennt man H, sieht aus wie ein H, auf dem, mit dem dann der Wackel realisiert ist. Und zwar dürft ihr hier die Trägerhülse austauschen. Da sind normalerweise 2 mm Trägerhülse verbaut und ihr dürft hier eine 3 mm Trägerhülse einbauen. Das hat den Vorteil, dass man hier ein bisschen mehr Spiel hat. Kann man das sehen?
so, ein bisschen mehr Spiel. Und das führt dazu, dass der Wagen in den Kurven aufgrund des geänderten Gewichtsverhältnisses zu den GT-Fahrzeugen nicht mehr stempelt. Also bei meiner Bahn ist es so, dass die Autos hinten stempeln und wenn das der Fall ist, dann baut ihr hinten einfach die 3 mm Trägerhülse ein, Hartträgerhülse, und dann ist das Problem gelöst. So, das sind im Prinzip die zwei Sachen. Wie mache ich das jetzt konkret? Hier unten ist natürlich eine ganz normale Schraube. Ich schraube die runter, tausche dieses Metallteil dann aus, setze dann die andere Hülse drauf, die ein bisschen länger ist, und schraube es wieder zu. So, jetzt zeige ich euch noch schnell, wo ihr die Tuning-Teile im Shop vom Slotpoint findet. Also müsst ihr einfach die Suche benutzen. Lexan Solid, Lexan Scheiben Schwarz. Da findet ihr jetzt die Scheibe für den Camaro und auch die Scheibe für den Challenger. Und als nächstes brauchen wir noch die Hartträgerhülse. Und zwar in 3 mm, und das sind die hier. Also Hartträgerhülse für Fahrwerke, Höhe 3 mm, davon 2 Stück. Und dann finde ich auch immer gut, wenn man noch mal ein paar Schrauben dazu holt. Also einfach hier Schrauben, Torx, niedriger Kopf. Und da könnt ihr jetzt einfach, ja, ich sag mal, 10 mm Schraube einfach als Alternative zu den Original-Plavit-Schrauben unten am Fahrwerk, so wie ich das euch auch gezeigt habe, um die Karosserie zu befestigen. Da könnt ihr einfach die Torx-Schrauben nehmen, könnt ihr mal 4 Stück bestellen im Warenkorb. Und dann habt ihr eigentlich auch schon alles bestellt, was ihr da braucht, um das nachzumachen, was ich im Prinzip als Tuning-Maßnahme umgesetzt habe. Gut, das soll es gewesen sein. Lasst gerne ein Abo da und einen Daumen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.